Ist wie so Heyday. Halt einfach in Unreal Engine 5 Grafik. Ja, und damit moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Mal etwas komplett anderes wie sonst. Was machen wir sonst? Ziemlich wenig. Also jetzt Skyrim ist wieder ein bisschen am werkeln. Und zwar dachte ich tatsächlich, ey, dieses Spiel wurde mir auf Steam vorgeschlagen. Da habe ich es mir einfach mal auf Instant Gaming gekauft. Und ich habe keinen Plan, was es ist. Es ist irgendwie Manor Lords. Ja, ich bin der Albrecht. Das ist so ein typischer Albrecht irgendwie. Aber ich denke, wir lassen uns einfach mal überraschen und bleiben einfach so. Continue. Game Setup. Firm is full folder requirements of ingredients, blender, blablabla, victory conditions. Wir nehmen die Mitte. Beginn. Aha, das ist so ein, das ist ein Geist. Oh, ich liebe solche Games. Ich lieb's. Ist wie so Heyday. Halt einfach in Unreal Engine 5 Grafik. Also, gibt's dies auch auf Deutsch? Warte, kann ich hier Escape Settings. Audio Control Language. Language Initiability. Ja, Language. A new message. Okay, a new message. Victory condition. Build up your own town, your manor. And when ready, press claims towards the region owned by Ubedorens. Once claim has been pressed, be ready for battle. All you need. Keine Ahnung, was er gedrückt hat. Albrecht ist da, du. Albrecht und Jakob. Manor Lord's family needs food and fuel. Supplies in the region panel above how much you've got left. Also hier. Okay. Das ist so ein Aufbauspiel, richtig? Roads. Ich kann Straßen machen. Super. Constructions. Logging Camp. Aha. Gibt es ja auch immer was für Food? Und hier ist to produce firewood. Das ist jetzt mal das hier hin. And then it's to produce weed. Weed? Meat. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Warum ich das hier mache. Das war eigentlich geil gemacht, dieses Game. In almost all cases, resources in Manor Lords have to be physically moved. It can take a moment, so feel free to change the game speed if you like it. Oh. Es ist so ähnlich wie Sims. So, hier haben wir jetzt Firewood Producer. Was bist du nochmal? Du machst Timber, genau. Du fällst Bäume und machst Timber. Genau, sieht man ja hier. Muss ich vielleicht hierfür nochmal einen Ochsen haben? Kostet mich das 20 Geld. Hab ich sogar. Keine Ahnung, wenn mir das angezeigt wird. Aber okay. Ich brauche Bretter, zu einem schmalen Stall zu gelangen. Sprich, wir brauchen dieses Timber Planks Gedöns. Das wäre doch jetzt praktisch, wenn das ja hier direkt in der Nähe wäre, ne? Timber Transportation Timber requires Oxen to be moved. Wilgers will automatically get the Ox when they need it. Got it. Was ist jetzt mit euch? Ihr seid hier fleißig am Handen? Ah, hier stand halt Wild Animals. Wenn ich jetzt hier wieder mal sage, ey, machen wir Pause. Kommen die dann wieder zurück? So. Jetzt haben wir hier dieses komische Gedöns. Den Sawpit. Machen wir hier mal einen hin. Mit dem Sawpit. Irgendwann gehört uns alles. Saving Finish, danke. For the information. Was haben wir hier in der Autobahnabfahrt, Alter? Verkehrsdreieck. Das finde ich gut. So, wo ist unser Zuhause? Jetzt habe ich mich wieder verdreht. Hier. While human workforce has to be assigned by default, livestock workforce is shared between workplace. However, you can bind it to workplace. Okay. Keine Ahnung, was du von mir willst. Machen die was? Meine macht jetzt irgendwelche Blätter da. Blätter. Und ich über den Ochsen. Okay, jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir Regen. Kann ich jetzt hier upgraden?
Da, upgrade to small stable. Gut, jetzt haben wir hier einen kleinen Stall und den Ochsen werden sie sowieso wieder brauchen. Jetzt ist hier wieder einer drin. Da ist einer drin. So. Ist da, machen wir auch wieder einen rein. Wie sieht das jetzt hier wieder aus? Animals, okay, die beruhigen sich. Okay, die beruhigen sich. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Was ich weiß, ist, dass mein Stuhl hier immer weiter runter geht. Ich fühle mich wie Blut auf seinem guten, ganz alten Stuhl. Ach ja. Übersteuern und überpassen, Alter. So. Exposed. What? New message. We've heard from your renown. I only speak defense to my right honor against those. I hope you will not judge me by the rumors. Okay. Der zweite Ochse hat sich auf jeden Fall gelohnt. Keine Ahnung, ob das der. Oh, der hat sogar Eier. Liebe zum Detail, Alter. Der hat sogar Eier. Nee, hat er nicht. Toll. Doch gerade ich etwas zum Gucken, wisst. Were there a horse? We have a horse? Warum ist hier eigentlich nur einer beim Stall angestellt? Mach was anderes, Alter. Kann ich jetzt auch irgendwie Häuser oder so bauen? Hunting Camp? Gathering, Mining. Iron Ore, Cling. Can get this thing from nearby. Yeah, get to work. We need more timber. Can you make more timber, please? Thanks. Ich spule mir ein bisschen vor. Einerseits, families needed for construction work. Stonecutter Camp. Also, wir brauchen jetzt... Na gut, jetzt haben wir natürlich wieder alle hier reingeschmissen. Machen wir ein bisschen was. Und zwar möchte ich jetzt nämlich mal wissen... Residential. Ich kann... Provide living space for a single family or two families. Sprich, farming. Okay, das brauchen wir eigentlich auch, ne? Okay, wir können hier so ein Feld erstellen. So, hält mir hier Felder. Okay. Ich will noch ein Farmhaus machen. Road access obstructed. Okay, dann machen wir hier mal kurz eine Road. Nö. Gerade. Erstmal so. Andere kann man immer noch mal machen. Ich weiß nicht, kann ich die Sachen eigentlich auch wieder umschieben? Verschieben? So, hier so eine Farmgedöns. Was ich jetzt aber möchte. Häuser, weißt du? Keine Ahnung, wie das so funktionieren soll. Plot to small. Kann ich das Logging Game wieder verschieben, bitte? Okay, jetzt wird's nochmal gebaut. Keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Ich möchte hier hinten ein bisschen Platz geben. Kriegen. Können eigentlich die Joyce wieder machen. Sind jetzt hier so viele angestellt? Hier, wieso sind die alle? Machen wir mal hier die Sachen wieder ganz. Aber hierfür brauche ich ja einen Plot. Ne? Und das Plot. Also von hier. Bis zu der Straße. Bis hier so. Dann kann ich hier so. Construction Costs. Aha. Okay, jetzt check ich's langsam. Man, ich möchte doch nur hier was so, so und so. Meine Güte. Zack, bauen. Mach den Scheiß. Got it. Keine Ahnung was, aber ich hab's gegottet. Warum sind eigentlich hier rote Linien?
Was ist das hier?